Herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Alper. Mann, was habe ich für ein Hate abbekommen, weil ich Ted 2 zerrissen habe. Und versteht mich nicht falsch, ich stehe dazu, Ted 2 halte ich für flach, unkreativ. Ich meine, der Film hat etliche Gags aus Family Guy recycelt und war für mich der offensichtlichste Cash-In des Jahres bisher. Ich hatte viel Angst, dass das bei Entourage auch passiert. Ich habe die HBO-Serie komplett geguckt und sie auch sehr genossen. Die Serie basiert lose auf dem Leben von Mark Wahlberg, der Entourage auch produziert hat. Das Finale in der 8. und letzten Staffel fand ich allerdings eher etwas enttäuschend und deswegen war ich ziemlich gespannt, wo der Film ansetzen würde. Allen, die sich fragen, muss ich die Serie gesehen haben, um den Film zu verstehen? Nein, müsst ihr nicht. Aber es macht natürlich mehr Spaß, wenn man die Serie und die Figuren kennt. Ohne die Serie spoilern zu wollen, die Gang ist zurück und Ari Gold auch. Ari ist nun der Boss eines Produktionsstudios und er plant den nächsten großen Blockbuster mit Vince in der Hauptrolle. Der Schönling hat jedoch andere Pläne. Er möchte im Film nicht nur Schauspieler sein, sondern sogar Regie führen. Ari ist geschockt, lässt sich aber dazu überreden, ohne zu wissen, worauf er sich einlässt. Denn ganz zum Missfallen der Geldgeber aus Texas braucht Vince immer mehr und mehr Geld. Und im Prinzip war es das mit der Storyline. In Sachen Handlung hat der Film nur sehr wenig zu bieten. Entourage folgt leider auch nur den einfachen, simplen, schon tausendmal gesehenen und gehörten Lachern. Klar, auch die Serie hatte schon viele simple Gags, aber gleichzeitig auch Humor, der sich über viele Episoden gespannt hat. Es gab Callbacks und kleine Handlungsstränge, die über Staffeln gezogen wurden. Im Film ist das Subtile vollkommen verschwunden. Der Film hat keinerlei Tiefe, kein Herz und keine Seele. Alles, was sie von der Serie behalten haben, ist das Oberflächliche. Die schönen Frauen, die teuren Autos, die Luxusvillen und eben die billigen Gags. Was vollkommen auf der Strecke geblieben ist, ist die liebenswürdige Beziehung zwischen den einzelnen Figuren. Im Film reihen die Macher billige Gags aneinander und es gibt ein Cameo nach dem anderen. Aber das reicht mir eben nicht aus. Vielleicht hätte ich dem Film etwas mehr Punkte gegeben, wenn ich die Serie nicht so mögen würde, denn die Serie hat einfach sehr viel mehr Tiefgang und Liebe zum Detail zu bieten als der Film. Wie in der Serie Vince mit seinen Drogenproblemen kämpft oder wie seine Schauspielkarriere zu zerbrechen droht, all das war wundervoll geschrieben und hat auch die dunklen Seiten Hollywoods gezeigt, ohne dabei zu düster zu sein, sondern immer charmant und witzig. Die Serie ist ziemlich großartig. Im Film ist davon leider nichts übrig geblieben. Man merkt leider auch hier, wie schwierig es ist, eine Serie, die sich Zeit nehmen kann und viele Figuren abarbeiten kann, für die große Leinwand zu adaptieren. Plötzlich hat man nur noch 2 Stunden Zeit und die wichtigen Charaktere aus der Serie, die man ja alle irgendwie drin haben will, machen keine richtige Charakterentwicklung durch. Und der Film hält sich zu sehr an Kleinigkeiten auf, meandert zu viel um Unwichtigkeiten herum. Und ganz ehrlich, ich fand große Teile des Films, viele Gags, einfach nur geschmacklos und kindisch. Dieser Film ist über nichts anderes als erwachsene Männer, die sich wie die Bullies in der Highschool aufführen. Frauen sind Objekte, Männer sind sexbesessen. Ständig geht's darum, wer wen bangt. Und glaub mir, keine schwangere Frau auf diesem Planeten sieht so aus, wie Emmanuelle Chwiecki es im Film tut. Warum, wie sieht die aus? Perfekt geschminktes Topmodel mit einem dicken Bauch. Das sieht so unnatürlich aus. Ich kann mich an eine Stelle erinnern, und ja, das ist ein ganz kleiner, harmloser Spoiler. Da hat Ees Figur mit seiner Ex-Freundin Sex und schwängert sie und vögelt später am selben Tag während eines Trips eine andere. Ees Leben scheint zerstört zu sein, die Ex möchte sich mit Ees über das Baby unterhalten, plötzlich taucht während ihrer Verabredung die zweite Tussi auf und in mir entwickelt sich so ein bisschen Freude im Film, weil ich plötzlich das Gefühl habe, dass Ees hier vor dem größten Problem seines Lebens steht. Die Fallhöhe ist sehr hoch und ich frage mich, wie wird der Manager-Typ Ees mit dieser Situation umgehen? Wird er daraus lernen? Wird er endlich zum Erwachsenen? Ist sein lockeres Hollywood-Leben vorbei? In der Serie hätten sie das Thema nämlich so durchleuchtet. So haben sie es ja auch bei Vince gemacht. Und was passiert im Film? Die beiden Mädels kennen sich und haben Ees nur verarscht. Die Ex ist gar nicht schwanger und Ees hat aus dem Ganzen null gelernt. So viel Handlung im Film, am Ende für den Arsch. Das ist ein Paradebeispiel für schlechtes, faules Drehbuchschreiben und fast auf demselben Niveau wie am Ende hat er alles nur geträumt. Das alles sind Gründe dafür, warum Entourage von mir nur 4 von 10 Punkten bekommt. Für Leute, die die Serie nicht kennen, hätte ich jetzt auch vielleicht 5 von 10 Punkten geben können. Falls ihr jetzt mit weniger gerechnet habt, also der Production Value des Films ist gut, die Kameraarbeiten, der Schnitt, das alles geht absolut klar. Außerdem fand ich den Film nicht so schlecht wie Ted 2.
und auch nicht so schlecht wie der Knastcoach. Den beiden Filmen hatte ich ja nur 3 Punkte gegeben. Ich weiß, dass einige der Filmfabrik-Zuschauer unter 18 und männlich sind und genau das ist ja auch die Zielgruppe des Films. Euch habe ich einfach nur zu sagen, es muss ja nicht gleich Jean-Luc Godard, Sergei Eisenstein oder Federico Fellini oder ein anderer anspruchsvoller Regisseur sein, aber seid ihr wirklich bereit, 2 Stunden eures kostbaren Lebens für eine Komödie zu verschwenden, die ihr in kürzester Zeit eh wieder vergessen habt? Eine Komödie, die zu keinem Zeitpunkt überrascht, super flach und oberflächlich ist, sehr, sehr fragwürdige Werte vermittelt und minderwertig gespielt ist? Abgesehen von Jeremy Piven, der hier wieder den gleichen großartigen Ari Gold spielt und nicht enttäuscht. Allein wegen ihm bekommt der Film schon mal den ein oder anderen Bonuspunkt. Ich weiß, dass ich so wie schon bei Ted 2 wahrscheinlich auch für diese Kritik etwas Hate abbekommen werde, aber das ist halt meine Meinung. Nichts gegen flache Witze, schöne Frauen und teure Autos. Alles wunderbar anzusehen, alles cool, aber Entourage funktioniert einfach nicht. Wollt ihr mehr Kritiken von mir sehen? Wie wär's mit meiner Review zu Terminator Genesis? Die habe ich euch hier oben rechts verlinkt. Klickt dafür doch einfach auf das kleine i. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier auf die Filmfabrik. Teilt das Video, lasst einen Daumen da und guckt einen Film, geht ins Kino. Bis zum nächsten Mal mit Al Pacino.